Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich werde heute mal versuchen, den Campern hier zu zeigen, dass man auch auf Stonehaven Team Deathmatch durch Laufen Kills machen kann. Man muss nicht mit Thermal im Eck sitzen und warten und hoffen, dass ich einen kriege, der mich nicht sieht und so weiter. Das ist die neue Taktik bei COD Ghost. Ich sitze mal hier im Eck und warte, bis ich einen sehe mit meinem ach so tollen Thermal. Ja, das ist etwas stressig, deswegen habe ich nicht mehr gespielt und jetzt geht's wieder los. Ich nehme mal die CBJMS mit, das ist eine typische Waffe für Stonehaven. Ja, nicht wirklich eigentlich, weil sie auf der Karte wird wirklich bloß gesnipert. Damit rechnet eigentlich keiner, sage ich jetzt mal, dass wenn du hier mit der MP durch die Gegend rennst und hoffst, dass du ja doch ein paar kriegst, weil sie eben mit dem Snipen nicht so schnell nachkommen. Und da steht schon der erste. Ja, Wahnsinn. Und gleich nochmal einen, ich sag's ja, flackt hier am Boden im Dreck und wartet nur, dass oben im Gang einer runterläuft. Ja, was soll ich dazu sagen? Also viel können muss man da nicht. Jetzt werden wir den kleinen Wichten mal zeigen, dass das auch anders geht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, glaube ich, mit MP auf Stonehaven rumrennen. Und ja, ich glaube, das wird ganz gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, euer Wookie. Satcom-Verbindung aktiv. Bereit zum Einsatz. Verbündeter Helikopter. SATCOM-Verbindung aktiv. God damn you, fuck. Thank you.
SATCOM-Verbindung aktiv. Wir gewinnen diesen Kampf. Wachhund getötet. Zeit wird knapp. Wunderbar, Coast. Das war gut.